Lama dangam bhujam beyong ma sa sa lo e kongge lo dhe dhim nye dhe nye dhara nam dhara sara ve che nye dhungo che ye ze nye je tu kara le vong se kongda si be chuan chara ma re men tam dunghe che ze ve lo so e kongda e puje dhar se yin lai chu je yung den song Rudre Sedene Rikam Sabe Mendura Dambe Su, Remye Lamje, Lobru Temajon, Deshin Kujin, Debro Tenzebe, Yonze Lama, Jubrache Lande, Sheje Kala, Chiravichin Gurujen, Zepe Ton Durje Len Lapo, Yerbe Den Baikun Esan Zebe, Kajurum Boche Lacha Jewo. Chödong chöjin, nelu manura vare, chijin zikne, chimbeyi shijie. Roso yi lai gunga badra vare, rikbidurje, shakla shajie. Tan namba tso, samba chong chup chodu, semche parambache sal tamne, tambe chö sirgun nang. Beginnt mit dem Hervorbringen des Buddhigeistes. Dies ist die Grundlage, um die Unterweisungen anhören zu können. So, das Thema dieses Sommerkurses begann letzten Sommer mit dem ersten Teil. Es geht um Shamatha und Vipassana-Meditation. Letztes Jahr ging es um Shamatha. Diese Erklärungen wurden auch abgeschlossen. Dieses Jahr gehen wir durch den Abschnitt in der Schatzkammer des zu Erkennenden, der die Vipassana-Meditation betrifft. Dieser Abschnitt hat vier Teile. Der erste Teil erklärt die Voraussetzungen, um Vipassana praktizieren zu können. Der zweite Teil erklärt die verschiedenen Arten von Vipassana. Und der dritte Teil, das heißt, die Erklärung, die wir gestern begonnen haben, in denen wir jetzt sind, besteht aus den Einteilungen bezüglich der essentiellen Natur. Mir ist gestern aufgefallen,
Das ist die Übersetzung hier, die es online auch gibt, die zur Verfügung gestellt wurde, die ihr wahrscheinlich ausgedruckt habt. Die englische Übersetzung. Ne? Da ist von vier Unterteilungen die Rede, aber es sollten eigentlich drei sein. Also dieser Punkt der Einteilungen bezüglich der essentiellen Natur besteht aus drei Teilen. Also hier geht es um Vipassana-Meditation, Einsicht, Sehen von dem, was das Höchste ist, was höher ist. Und diese drei Unterpunkte in diesem Abschnitt. Betreffen also das, was Vipassana in der essentiellen Natur ist, der erste Punkt. Also der ursprüngliche Name dieses Abschnittes im Englischen ist discriminating. Also es sollte besser heißen, unterscheiden, Perspektiven unterscheiden. Also hier geht es um die essentielle Natur, was die Praxis wirklich ist. Und dies wird aus verschiedenen Perspektiven gesehen. Und hier in Bezug auf äußere Objekte des Erkennens. Der zweite Unterpunkt war hier im Englischen fully discriminating. Wir ändern das jetzt in Perspektiven weiter unterscheiden. So wie Kempo gestern erklärt hatte, das hat etwas zu tun mit den Perspektiven bezüglich des Erkennens selbst, also nicht äußere Objekte, wie gestern erklärt wurde. Hier geht es um den erkennenden Geist. Und der dritte Unterpunkt, den wir gestern nicht besprochen haben, noch nicht besprochen hatten, den werden wir heute beginnen. Und dies nennen wir jetzt Perspektiven unterscheiden hinsichtlich der Essenz selbst. Ja. Oh, Karina. Essenz selbst bezieht sich auf beides, äußere Objekte und den erkennenden Geist. Und das bezieht sich darauf, was es wirklich ist, was dies wirklich ist. Dass beide Aspekte in ihrer essentiellen Natur wirklich sind. Also es hat was mit beiden Kategorien gemeinsam zu tun. Beide haben, so wie Kempo heute auch erklärt hat, oder besser gesagt, beide Perspektiven werden unterschieden anhand von zwei Faktoren. Das war das Nachdenken oder genaue Untersuchen, Tsokpa Chöpa. Und dann gibt es die drei Zugänge auch in diesem Zusammenhang. Ich wollte nur mal anmerken, dass diese Übersetzung
vor 38 Jahren gemacht wurde, die englische Übersetzung. Also wir kommen von diesen vier Punkten auf drei Punkte. Die Namen sind hier okay in der Übersetzung, aber bringen die volle Bedeutung des Tibetischen nicht wirklich zum Ausdruck. Da könnte man noch weiter dran arbeiten an der Übersetzung. Ja. Die Mathematik kommen mir nicht da. Nummern je pal, don tumbo, nummern je pal la. Topa dann je pal. Topa dann je pal nie Lare. je. Rabt nummern je pal la, topa dann je pal nie je. Die hier war. Da ngan so sehr nahe war. Oder? Chukre. Du kannst sagen. Topa dann je pal nie je war. Denn? Topa chik. Schöpfer, nie. Jeje, sie jula, jetzu, topegoni jebatang, jebegoni jebani. Yes. Jeje, Die nie, du war nie. nie jore, jeje, da kur jeje ran die Habro. Cheche koran chikre. Cheche la. Puh, da die nemare. Hona. Da tingen sie rang goni chena. Ore topa dan chepa chik tsi kogen do. Raptu jepa, nambar jepa, Raptu jepa. raptu jepa ni chung sung ha. Re Ngo la jepa da sum, Sum. gos tingen zin ji gos sum se do ha. Re tingi singi go sum. Oh ya, ta tene go tong go nambar jepa la ni, Rabdun je pala ni de ye. Tene tok chu korang chik du tsine tene shi regen wa. Mathematik. Es geht um das Aufzählen, also etwas mathematisch. Tok pa nan chu pa ni re wa. Di nan tok chu se kinti. Mare mare, chorang yang din ye. Dingen sind gehen nicht an und da. Dingen sind gehen nicht an, die was zum Dreh. Nambaren Jepa, Rabden Jepa, Ngo. Tennessee, Ngo die Zog. Hangla Kogung in Dona. Jede Karte Kogi Arsena. Wana, Nambaren Jepa la, Nansi Gni, Rabden Jepa la, Nansi Gni. Ja. Der Jechasung. Ja, weil I get. Ich habe es jetzt verstanden, denke ich, und ich werde es euch wiedergeben. Verschiedene mathematische Perspektiven, Systeme, aber okay. Wir kriegen das hin. Mare, Sauvananga. Je, sum. Tokyo So. Also wir haben die drei Punkte. Das sind drei Arten von Samadhis. Und da gibt es Unterschiede. Und bezüglich des Objektes des Samadhis. Und bezüglich des Geistes, der untersucht. Also es gibt drei Arten von Vipassana, diese drei, die aufgelistet wurden. Und was die ersten beiden dieser Punkte angeht, dann gibt es das diesbezüglich noch
eine zusätzliche Perspektive von Tokpa und Schöpa, also von Nachdenken und genauen Untersuchen. Also diese ersten beiden von den dreien, die haben noch diese zusätzliche Unterteilung in die beiden Perspektiven von Tokpa und Schöpa. Das gibt nochmal einen zusätzlichen Punkt. Also um nochmal auf die Übersetzung zurückzukommen, die wir im Englischen hier vorliegen haben. Ich kann mich nicht erinnern, wie wir auf die 4 gekommen sind. Vielleicht ist es nur ein Tippfehler gewesen oder sowas. Auf jeden Fall sollten wir das korrigieren. Es sollten auf jeden Fall 3 sein. So, yesterday, Kenpo Rinpoche. Gestern erklärte Kenpo Rinpoche die ersten Arten der 3 Samadhis, die ersten 3 Tore zum Samadhi. Zunächst ging es eben um das Unterscheiden verschiedener Perspektiven bezüglich äußerer Objekte des Erkennens. Und da gab es eben diesen zusätzlichen 4. Punkt. Dieser beiden Faktoren, ja, also Tokpa und Schöpa, wie auch immer man es übersetzt, dem groben Prüfen und dem genauen Untersuchen. All dies in Bezug auf äußere Objekte des Erkennens. Und dann gehen wir mit den Erklärungen weiter, die wir gestern begonnen haben. Rabdu nambarin jepa sungdwa. Rabdu nambarin jepa. Rabdu nambarin jepa sedyu. Ta nambarin tingen ji yom jesa te jinye pe chue le. Jinye le. Chitta pe chue te chagdwa. So, this was also explained in brief yesterday. Kenpo Rinpoche repeats today. Das wurde auch gestern schon erklärt, jetzt nochmal wiederholt. Der 2. Punkt heißt, wie wir schon gesagt haben, Perspektiven weiter unterscheiden. Wir können auch sagen, ausführlicher, mehr genauer, ja, genauer unterschieden. Es gibt 2 grundlegende Arten von Objekten, zu denen es Perspektiven gibt des Untersuchens. Es gibt äußere Objekte des Erkennens, des Wissens, so viele wie auch immer, also alle möglichen Arten von Objekten. Und dann gibt es eben Wissen oder ein Erkennen, das diese Objekte erkennt, in die Objekte hineinschaut.
Und das ist eben das, was dieser zweite Punkt hier ist, im Vipassana. Aus dem Tibetischen könnte man das vielleicht so übersetzen. Alle Phänomene, die alle Phänomene, die die eigentliche Natur sehen, aus dieser Perspektive heraus, das, was der Geist wirklich ist, in seiner wahren Natur. Und hier kommt der vierte Punkt des genauen Untersuchens, also Unterscheidung in groben und genauen Untersuchen, kommt hier auch als vierter Punkt dazu bei dem zweiten Punkt. So rechnet sich das. Na, da chitta wa de yujin lo de la jepa tang ne ngae sem sengen de tang ran so sem sem segi warwa. Und hier ist es so, dass der Praktizierende einen Prozess durchläuft, und versucht, in verschiedene durch Perspektiven zu unterscheiden, erkennen, zu vertiefen, was auch immer das Objekt ist. Hier schaut der Praktizierende in die Geistesvorgänge mit dem Ziel, Einsicht zu erlangen in die wahre Natur des Geistes. Eine gewöhnliche Person würde hier gar nicht drüber nachdenken, wie wir schon erklärt haben. Die Annahme eines wirklich existierenden Geistes oder wie auch immer man das nennt, das existiert, wird nicht hinterfragt, hat eine Wirklichkeit. Zu diesem Schluss kommen alle gewöhnlichen Menschen und Wesen. Und dann gibt es Menschen, die sich spezialisiert haben in verschiedenen Wissensbereichen oder Wissenschaften. Und diese Personen werden von dem meisten Menschen als intelligenter angesehen, als weiterentwickelt. Und so, also diese Gruppe von als höher angesehenen Menschen, intelligenter, scharfe Intelligenz und so weiter. Diese Gruppe hat in der Vergangenheit und in der Gegenwart, die sind zu Schlussfolgerungen gekommen, was den Geist angeht. Einige von ihnen sind zu dem Schluss gekommen, zu der Schlussfolgerung, dass
körperliche Gehirn, der Geist ist oder der Sitz des Geistes ist. Andere denken, das wäre im Herz und so weiter. Es gibt viele Schlussfolgerungen. Also Schlussfolgerungen, die verschiedene Personen in ihrer Anstrengung unternommen haben, das rauszufinden. Und was die verschiedenen Religionen angeht, da ist es so, dass es über mehrere tausend Jahre in den verschiedenen Gemeinschaften so war, dass es dort auch diese Anstrengungen gab. Anstrengungen herauszufinden, was der Geist eigentlich ist. However, wie auch immer, wir können sagen, dass die verschiedenen Personen in diesem Zusammenhang, diejenigen, die zur Wahrheit vorgedrungen sind, dass das Buddha Shakyamuni und so weiter ist. In anderen spirituellen Ansätzen und Traditionen gab es viele große Meister, die viel rausbekommen haben bezüglich der wahren Natur des Geistes. Und diese Schlussfolgerungen gründen sich auf theistische Traditionen und die halten die Annahme aufrecht, dass es eine höhere Wesen gibt, einen Schöpfer der Welt und Schöpfer derer, die in dieser Welt leben, Schöpfer von denen, die dort leben. Now, according to Buddhism, im Buddhismus ist es so, dass das, was wir Geist nennen, etwas nicht Materielles ist. Und im Buddhismus geht man davon aus und sieht das so, dass der Geistesstrom, also nicht die wahre Natur des Geistes, sondern einfach der gewöhnliche Geistesstrom in diesem Zusammenhang, dieser Geistesstrom hat grundlegend mit der Fähigkeit zu tun, zu erkennen und Objekte zu erkennen im Speziellen durch den Kontakt mit Objekten. Ja. Der gewöhnliche Geistesstrom funktioniert so, also der hat die Fähigkeit, in Kontakt zu kommen mit zu erkennbaren Objekten und kann herausfinden, was diese Objekte sind. Also das aber im Zusammenhang der gewöhnlichen weltlichen Funktionsweise. Und
Tene nunchu gari zyo yuwa, njukchu gichana nunchu gari yinba di, ta tokpe xie kiyor. Tokchu nigi. Tokchu nigi na tok. Was Vipassana-Meditation hier angeht, in diesem Prozess des Unterscheidens verschiedener Perspektiven, hier ist es die Perspektive des Geistesstroms selbst, und wir haben diese vierte zusätzliche den vierten zusätzlichen Punkt, also dieses Untersuchen, dieses genaue Untersuchen. Also der Praktizierende versucht herauszufinden, wie es, wie diese verschiedenen Perspektiven sind in ihrer Natur. Es kommt zu einer Untersuchung. Es wird untersucht, wie der Geist in Kontakt kommt und wie der Geist mit Objekten in Kontakt kommt und über sie etwas weiß. Dieser Prozess, ja, des In-Kontakt-Kommens und Erkennens und was die Fehler sind dieses Erkennens, dieser Art des Erkennens, also die Fehler im Erkennen von Objekten. Der Fehler hier ist, also ein Fehler, der durch das Untersuchen herausgefunden wird. Dieser Fehler besteht darin, dass das Objekt des Erkennens, welches der Geist erkennt, sieht und betrachtet und in, sich darauf einlässt, ja, der Fehler besteht darin, nicht zu erkennen, dass das Objekt des Erkennens bloß eine Manifestation ist, eine Erscheinung, die also aus den Gewohnheitstendenzen kommen, die im Geistesstrom vorhanden sind und aus der Vergangenheit kommen, diese Gewohnheitstendenzen. Tendenzen aus der Vergangenheit manifestieren sich und erscheinen als Objekte. Und der Fehler besteht darin, zu denken, dass dies ein wahres, äußeres Objekt ist, was eine Wirklichkeit besitzt, eine existierende Wirklichkeit. Dies ist die weltliche Geisteshaltung. Es ist aber so, dass dieses Objekt keine wirkliche Existenz hat. Und das wird herausgefunden durch Untersuchung, durch diesen Faktor der Untersuchung. Also der Praktizierende beim Vipassana begibt sich in diesen Prozess des Untersuchens und er schaut auf den Geist, direkt auf den Geist, in den Geist und in die Funktionsweise des Geistes, wie es ist, dieser Geist, wie dieser Geist wahrnimmt, wie dieser Geist erkennt und sieht so die falschen Annahmen diesbezüglich in dieser Funktionsweise. Dort. Mhm.
Regular people. Normale weltliche Personen begehen diesen Fehler ständig. Also die Annahme, die dort vorhanden ist, dass diese Objekte alle wirklich existieren, das ist so die normale, gewöhnliche Sichtweise. All dies existiert wirklich. Wenn jemand dann untersucht, diese Untersuchung beginnt, Objekte untersucht, und diesen Unterweisungen folgt, ja, dann findet diese Person raus, dass er einen Fehler begeht. Er wird herausfinden, dass das alles falsch ist. Er wird herausfinden, dass es überhaupt kein Ding gibt, überhaupt kein Phänomen gibt, das wirklich existiert. Und diese Annahme einer wirklichen existierenden, also Wirklichkeit, diese Wirklichkeit, also nennen wir, wenn wir das wörtlich übersetzen, das Selbst der Objekte, die Identität der Objekte, die wahrgenommene Identität der Objekte, so kann man das nennen, übersetzen. Es gibt zwei Arten von Selbst. Individuelles Selbst und also von der Person, das Selbst einer Person und das Selbst äußere Objekte. Alle diese Phänomene haben eine Identität, werden als mit Identität habend angenommen. Im Tibetischen und im Sanskrit ist das auch so, dass der gleiche Begriff benutzt wird für das Selbst einer Person und das Selbst oder die Identität von äußeren Objekten. Oh, why do they do this? If one looks for just to um das jetzt ein bisschen klarer werden zu lassen, es geschieht oft so, dass jemand ein Wort hört und das so versteht, wie er kann, das heißt so, also das, was er weiß über das Wort, ja. Und das ist limitiert. Es hat seine Grenzen. Selbst, wenn wir das Wort hören, denken wir sofort an eine Person. Das ist ein Fehler, direkt zu dieser Schlussfolgerung zu kommen im Geist, weil es in jeder Sprache, im Englischen und anderen Sprachen so ist, dass das Wort selbst andere Bedeutungen hat auch. Ich bin jetzt hier in einem Wörterbuch, in dem ich nachschaue. Ein Wörterbuch, was das, was eine Referenz ist. Synonyme für selbst sind
Charakter, Konstitution, Natur, Person und so weiter. Und was mit selbst im Zusammenhang steht, sind Unterschiede, Individualität, Einzigartigkeit und so weiter. Also ein äußeres Objekt kann auch ein Selbst haben. Es bedeutet einen Charakter, eine Identität. Wenn wir dieses Wort benutzen, ist es nicht so, dass es da unbedingt um eine Person geht, um ein fühlendes Wesen. Ja, das kann auch etwas Materielles sein, etwas, was kein, also nicht mit einem Geistesstrom im Zusammenhang steht, so was eigentlich nichts Lebendiges ist. Das Wort selbst heißt nicht unbedingt ich. Diese Brillentasche ist ein Phänomen. Und jede Person dieser Welt würde diese Brillentasche sehen und dies als eine etwas Existierendes ansehen, also bezüglich der Form und so weiter. Diese Brillentasche wird als mit einem Selbst versehen oder ein Selbst habend gesehen. Und das ist nicht falsch, das so zu sagen. Im Englischen, im Französischen, alle diese Sprachen definieren das so auch in ihrer eigenen Sprache. Ein materielles Objekt kann ein Selbst haben. Denn bei jedem Männer, also die Benutzung, die Anwendung von Sprachen und die weiteren Bedeutungen der einzelnen Begriffe, das ist für viele Leute nicht so bekannt, was die Worte eigentlich für einen Umfang von Bedeutungen haben, weil wir diese Art von weiteren Bedeutungen gar nicht benutzen in unserer Sprache. Und das hängt hier in unserem Beispiel auch damit zusammen, dass auch im Geist gar kein Zweifel aufkommt bezüglich der Wirklichkeit dieser Brillentasche zum Beispiel. Es ist etwas Wirkliches von Anfang an, und wird nicht hinterfragt. Wenn wir dann sagen, das hat kein Selbst, dieses Ding hat kein Selbst, dann sagen wir, ja, natürlich, das ist ja kein lebendes Wesen, natürlich hat das kein Selbst, und dann hat es eben kein Selbst, aber genauere Untersuchung wird da nicht unternommen. In den buddhistischen Texten wird das so erklärt, dass also in den Schriften werden Praktizierende dazu aufgefordert, sich zu fragen, ist diese Brillentasche etwas Wirkliches oder nicht? Gewöhnliche weltliche Perspektiven, Personen würden da gar nicht so drüber nachdenken. Wenn diese Brillentasche etwas Wirkliches wäre, dann muss es auch so sein, dass die Person, die das sagt,
das beweisen kann. Was macht es wirklich? Wo ist denn dieses Selbst eigentlich? Oder diese Seele oder wie auch immer wir es nennen, die dieses Ding ausmacht? Wie wir es gestern erklärt haben, also im Zusammenhang mit diesen ersten der drei Tore der Samadhis, also äußere materielle Objekte sind Ansammlungen von subtilen Bestandteilen, Atomen, subatomaren Teilen. Und wir können sehen, dass diese individuellen Bestandteile auch immer wieder weiter aufgeteilt werden, geteilt werden können, anscheinend ohne Ende. Wenn wir das so sehen, aus dieser Perspektive, wo ist das Selbst dann, was diese Brillentasche ausmacht? Also aus dieser Perspektive raus betrachtet, können wir es nicht finden. Das ist eine Art von Untersuchung, die wir machen, um Fortschritte in Vipassana-Meditation zu machen. Was ist die Wirklichkeit, die die meisten Personen sich so vorstellen, die da ist? Es ist eine Art von mentaler Fabrikation, mentaler Konstruktion. Es sind Vorstellungen, die wir auf das Objekt projizieren, die wir dem Projekt überstülpen. Und wenn wir den Geist selber betrachten, ein Lebewesen, ja, ein Lebewesen wird dem Buddhismus nach, also von fünf Skandhas zusammengesetzt. Und jetzt wieder hier im Anwenden dieses vierten zusätzlichen Elements der Untersuchung, der genauen Untersuchung, ja. Durch diese genaue Untersuchung kommen wir zu einem Ergebnis, wenn das richtig so angewandt wird, ja, kommen wir zu einem Ergebnis. Und was wir herausfinden, ist, dass es sich um eine Ansammlung von Teilen handelt, wobei jeder dieser Bestandteile weiter unterteilt werden kann in kleinere Teile. Und das beweist schon, dass es keine Wirklichkeit gibt, kein Selbst gibt, nichts, was dieses Phänomen wirklich werden lassen könnte. Das ist eine mentale Vorstellung, eine Idee. So. Also beides. Die Annahme eines wirklich existierenden Selbst hinsichtlich der Persönlichkeit des Individuums und die Annahme einer Identität, eines Selbst von äußeren Objekten. Beides sind mentale Vorstellungen.
Kare nangbe kaag no tue dang, denzin tang, dangzin tini kaag. So, what is... Was, also, was tut der Buddhismus, der Buddhismus widerspricht diesen beiden Optionen, kann man sagen, dieser beiden Annahmen. Also es gibt kein individuelles Selbst und es gibt keine äußere Wirklichkeit. In allen äußeren Objekten gibt es nirgendwo diese Wirklichkeit zu finden. Der Buddhismus widerlegt das, streitet das ab. Das heißt aber nicht, dass es hier um ein Nichts geht. Die Erscheinungen, die Manifestationen, die Erscheinungen sind vorhanden und sind so vielfältig auch. Und auch entsprechen so vielen verschiedenen Wesen, die alle eine verschiedene Arten der Wahrnehmung haben. Alle diese Wahrnehmungen entstehen aus Gewohnheitstendenzen, die aus Handlungen stammen, aus heilsamen und nicht heilsamen Handlungen der Vergangenheit. Ja. Ja. And then we have. Dann haben wir den zweiten Teil dieses vierten zusätzlichen Faktors der Untersuchung. Also vorher hatten wir Untersuchung im Sinne von grober Untersuchung, ne? Und hier haben wir Analyse. Das Ziel ist das gleiche dabei. Das Ziel ist immer das gleiche. Es gibt keine Seele, es gibt kein Selbst. In all diesen Phänomenen. And tomorrow. Morgen werden wir diesen zweiten Aspekt innerhalb dieses vierten zusätzlichen Faktors noch weiter erklären, was hier Analyse genannt wurde gerade. Das werden wir morgen noch mal genauer erklären, ja. Now, in terms of question and answering, es war eigentlich eine Fragen und Antworten Sitzung hier geplant. Es gab aber keine Fragen. Also jedenfalls nicht so viele Fragen. Es gab nur eine Frage und das ist ja nicht genug, um eine ganze Sitzung hier dafür zu verwenden. Wir kommen jetzt also zu dieser Frage, die gestellt wurde. Says the following. Also die Person stellt die folgende Frage. Jedes Mal, wenn ich dem Kempo zuhöre, bin ich enthusiastisch am Anfang und dann hinterher eher depressiv. Ich sehe meine Motivation. Ich höre von den Motivationen großer Meister im Vergleich zu meinem völlig verblendeten Dasein. Also hier schwingt mit, dass es darum geht, dass die Motivation des Bodhigeistes halt nicht hervorgebracht wurde, beziehungsweise dass das schwierig, als das schwierig empfunden wird. Ich frage mich, in welchem Zustand werde ich dann sterben?
in dieser Verwirrung? Und wo werde ich dann wiedergeboren werden? Ich bin zutiefst gewahr, dass es so ist. Und dies trotz meiner Anstrengungen. Je mehr Anstrengungen ich mache, desto mehr habe ich den Eindruck, rückwärts zu gehen und mich davon zu entfernen. Ich sehe meine weltlichen Geisteszustände klarer und ich sehe, wie schwer es ist, sich wirklich zu ändern und den weltlichen Geist zu ändern. Ich verbinde mich mit den Segen des Buddhas. Ich rufe die Buddhas an, um den Segen zu gewähren. Aber aufgrund meines vergangenen und gegenwärtigen Karmas bin ich nicht dazu fähig, die weltliche Geisteshaltung zu ändern. Was denkt Kenpo, was sagt der Kenpo dazu? Vielen Dank für Unterweisung. Danke für die Übersetzer. Ohne die Übersetzer wäre nichts möglich. Es wäre nicht möglich, den Dhamma zu verstehen. Kenpo sagt, also der oder diejenige, die diese Frage gestellt hat, ist in Dakpo, Dakpo Kagyuling. Kenpo sagt, vielen Dank. Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Es geht um Ani Yönten, Anila Yönten, also die in Dakpo ist. Also sie merkt jetzt, dass sie nicht dazu fähig war, das Bodhicitta wirklich hervorzubringen. Und das zu erkennen, dass es nicht möglich war, das hervorzubringen, also die Tatsache, dass es so ist. Es ist also ein Gewahrsein, was entstanden ist bezüglich der Tatsache, dass es nicht fähig war, dass es nicht möglich war, die richtige Geisteshaltung hervorzubringen. Also Kenpo sagt, meine Reaktion zu dieser Frage ist, ich denke, all diese Jahre, 25 Jahre, 26 Jahre, 27 Jahre, solange wir den Kurs schon macht. Da gibt es wenigstens eine Person, die die Idee so mitgekriegt hat und sich ihrem eigenen Zustand gewahr geworden ist. Es ist sehr, sehr schwierig, Bodhicitta hervorzubringen, also es authentisch hervorzubringen. Viele denken, sie hätten es hervorgebracht, das ist aber nur eine Idee. Und das hört dann bei dieser Idee auf. Buddha Shakyamuni hat vor seinem Erwachen einsgerichtet praktiziert und dies über Zehntausende von Lebenszeiten hinweg, von Leben, ja, also von verschiedenen Leben. Das ist wirklich schwierig, Bodhicitta hervorzubringen,
Oder man kann sagen, es ist nichts Leichtes, vielmehr, so kann man es ausdrücken, ja. Also was Bodhicitta angeht, das Beispiel hier der Ukraine, des Kriegs in der Ukraine, wir haben alle auf Bildschirmen Bilder gesehen von diesem Krieg und das gesehen, was diesen Menschen dort geschieht. Wenn wir da Mitgefühl empfinden, das sehen und Mitgefühl empfinden, das ist eine heilsame Reaktion, ein heilsamer Gedanke. Das ist etwas Positives, ja. Aber nur sich schlecht zu fühlen, also mitzuleiden, mit dem Leiden von anderen, ist das Gleiche wie Bodhicitta. Ja? Bodhicitta geht noch viel weiter darüber hinaus. Bodhicitta, authentisches Bodhicitta, ist eine Geisteshaltung, die er sich allen Wesen zuwendet, die so zahlreich sind, wie der Himmelsraum weit ist. Und die Ausrichtung ist, das Wohlbefinden aller zu bewirken. Und hier geht es eigentlich nicht darum, dass man in dem Moment berührt ist, wenn man so ein Leiden jetzt, ein spezielles Leiden sieht. Also das Fürchterliche stimuliert uns da in dem Moment, ja. Aber Bodhicitta ist noch viel, was viel Weiteres, was viel Grundlegenderes. And Kenpo Rinpoche says to Aniyantan that there. Also Kenpo antwortet hier, es gibt keine Ursache, depressiv zu werden, wie es in der Frage ausgedrückt wurde. Kenpo Rinpoche sagt, du solltest dich besser freuen. Ich selber bin kein perfekter buddhistischer Meister. Die Worte, die ich gebrauche, sind die Worte von Buddha Shakyamuni. Das ist nicht, was ich mir selber ausgedacht habe oder eine Theorie, die ich entwickelt habe. Das gründet sich alles auf den Unterweisungen Buddha Shakyamunis. Und nun ist es so, dass du also erkannt hast, dass deine Stufe der Verwirklichung von Bodhicitta nicht ausreichend ist, das ist schon in sich ausreichend, um ein gewisses Art von Verständnis zu erlangen und eine Klarsicht zu haben. Und die Freude darüber sollte diese Depression eigentlich auflösen. And
Also Kempo meint wirklich, da brauchst du dich nicht so zu besorgen und keine Sorge zu haben über zukünftige hinsichtlich zukünftiger Wiedergeburten. Shantideva, der buddhistische Meister Shantideva, hat gesagt, über den Bodhigeist nachzudenken und seine verschiedenen Perspektiven zu kontemplieren, nicht im Perfekten, aber die Themen diesbezüglich, ja, sich damit zu beschäftigen, das bewirkt, selbst wenn unserer Stufe keine hohe Stufe ist des Verständnisses, diese heilsame Geisteshaltung wird eine gute Wiedergeburt hervorbringen. Und da die Person wird dann dazu fähig sein, sich weiterzuentwickeln in Zukunft. Im Moment des Todes, wenn es da möglich ist, dass der Praktizierende sich an das Bodhicitta erinnern kann, sein Gewahrsein im Gewahrsein des Bodhicittas verweilt, selbst auf einer niedrigeren Stufe, nicht im vollen Gewahrsein, und sich in dem Moment auf Buddha Shakyamuni ausrichtet, das ist ausreichend, um eine gute Wiedergeburt zu erlangen. Und dann kann Praxis fortgesetzt werden und Fortschritt kann weiter hervorkommen, weiter entstehen in Zukunft. Wenn wir uns auf einer sehr engen und kurvenreichen Straße, einem Weg befinden, der so eng und auf einem schwierigen Pfad befinden, ja, und wir dann ein gutes Pferd bekommen, um die Reise fortzusetzen, dann wird die Reise einfach, weil das Pferd weiß, wo es langlaufen muss und das wird uns praktisch leiten, wird uns so automatisch führen. Da, genauso ist es, wenn unser Geist an Bodhicitta denkt und im Gewahrsein Buddha Shakyamunis verweilt, an ihn denkt, in dem Geist behält, das wird uns führen auf dem schwierigen Weg im Tod und im Zwischenzustand nach dem Tod und der neuen Wiedergeburt. Also, wenn wir auf einem Pferd reiten, tut uns vielleicht dann der Hintern irgendwann weh, weil wir es nicht so gewohnt sind. Wir können aber trotzdem uns einfach führen lassen. Das Pferd wird schon wissen, wo es lang geht. Now, all of us born in the world. Alle wir, die wir in dieser Welt geboren wurden, im Moment des Todes. Werden wir vielleicht nicht wirklich Samadhis verwirklicht haben, fähig sein, in dieser Samadhis zu verweilen.
Aber was wir tun können, ist, dass wir uns mit dem Bodhicitta beschäftigen. Und das setzt natürlich voraus, dass wir über Bodhicitta schon etwas wissen. Und dann wird es mit Sicherheit so sein, dass es positiv weitergeht nach dem Tod, gute Wiedergeburt. Shenupal ist ein alter buddhistischer Meister gewesen, auch der Gelehrter. Und hat auch einen ausführlichen Kommentar zum Mahayana Uttaratantra Shastra verfasst. Also dieser Meister hat das auch bestätigt, ja. Und es ist so, dass es hängt natürlich von unserem eigenen Karma ab, ja. Aber wenn wir uns mit Bodhicitta beschäftigen, wenn wir mit Bodhicitta irgendwie in Verbindung sind, dann leitet uns das zu einer guten Wiedergeburt. Vielleicht ist es so, dass eine Person keine menschliche Wiedergeburt erlangen wird und eine Geburt im Bereich der Tiere vielleicht dann erlangt wird, zum Beispiel als Hund. Aber dann wäre es so, also, dass wir uns trotzdem einer angenehmen Situation wiederfinden mit einem Hundehalter, mit dem Sitzer, der uns zu Hause hat, der sehr zum Beispiel sehr angenehm ist, sehr freundlich zu uns ist und sich um uns kümmert. Und das Karma dieser Tiergeburt wird dann auch zu Ende kommen. Und wenn dieses Karma einmal erschöpft ist, werden wir als menschliches Wesen wiedergeboren im nächsten Leben dann. Es gibt Haustiere, die sehr außergewöhnlich sind. Es gibt einen tibetischen Lama, der sich um ein Kagyu-Center in Schweden kümmert. Der heißt Lama Tsultrim Rinpoche. Der hat einen kleinen, sehr süßen Hund. Und dieser Hund rettet sogar Insekten davor zu ertrinken im Geist dieses Hundes. Ist es anscheinend so, dass es dort sehr viel heilsames Potenzial gibt. Ja, also Rinpoche, dieser Tsultrim Rinpoche geht auch spazieren mit dem Hund. Und manchmal ist es so, dass der Hund ein Insekt sieht. Und was zum Beispiel ein Insekt, was auf die Straße läuft und dann eventuell von einem Auto überfahren werden könnte, dann ist es tatsächlich so, dass der Hund dahin geht, dieses Insekt aufnimmt und zum Straßenrand oder in die Natur zurücksetzt. Und dieser Hund hat auch ein sehr angenehmes Leben. Ist so, als wäre er das Kind von diesem Tsultrim Rinpoche.
Vielleicht ist es so, dass wir in diesem Leben nicht dazu kommen, Bodhisattva wirklich authentisch hervorzubringen. Aber wir können eine gewisse Perspektive des Bodhisattvas hervorbringen, die uns helfen wird in zukünftigen Existenzen. There is another example of. Es gibt ein anderes Beispiel eines zeitgenössischen buddhistischen Meisters, der vor kurzem verstorben ist. Dieser Meister hatte Kenpo getroffen und sagte, im Prajnaparamita Sutra gibt es 10 Handlungen, die aufgelistet werden. Dies gilt zu praktizieren, im Buddha Dharma generell. Das war Professor Sempa, ja? Sempa Dorje, mit dem gerade gesprochen wird. Und er sagte, eine von diesen Handlungen im täglichen Leben umzusetzen, würde schon eine gute Wiedergeburt bewirken. Eine Handlung reicht aus, um zukünftige positive Existenzen zu erlangen. Und dies ist dann auch eine Grundlage für das Hervorbringen des Bodhicittas. Professor Sempa sagte, das ist meine Praxis. Ich kümmere mich um die 10. Ich mache nichts anderes im täglichen Leben. Und er ist etwas über eine Woche her verstorben. Und er saß in Meditationshaltung noch 3 Tage nach seinem Tod. Das Bodhicitta zu kultivieren, ist was sehr Kraftvolles. Während diesem Kurs gab es hier Fragen, also von Anni Jönten, und es gab auch eine andere Frage noch, die Kenpo im Privaten gestellt wurde. Diese andere Frage war auch keine Frage, bei der man irgendwas plappert oder so. Das waren authentische Fragen. Ich denke, diese beiden Personen haben sich mit den Punkten hier beschäftigt, die gegeben wurden. Kenpo bittet euch darum, weiter den Unterweisungen zu folgen und euch auf das Bodhicitta auszurichten. Wenn ihr das tut, dann habt ihr die Zeit nicht vergeudet. Ich wurde von Dagpo darum gebeten,
zu sagen, dass ihr eure Fragen weiter sammeln könnt und sie geben könnt. Also ihr gebt bitte die Fragen vor 9 Uhr nächsten Mittwoch.